Jede Reise braucht einen Anfang. Unsere beginnt in Berlin. Sie führt uns in ferne Länder. Eine Abenteuerreise, immer der Nase nach, dem Gaumen. Wir haben eine Verabredung zum Essen. Hast du Hunger? Ja. Mit der ganzen Welt. Zweimal eine Currywurst mit Pommes. Dann haben wir 8,30 Euro, bitte. Dankeschön. Von dem, was wir alle kennen, zu dem, worüber wir staunen, weit weg in Amerika. Was lernen wir über die Menschen, die uns begegnen, wenn wir essen, was sie essen? Wir werden probieren, genießen und uns wundern. Wir werden das Leben auf der Straße schmecken. Und die Welt aus dem Bauch heraus erleben. Lieber Norman, viel Spaß und halt mich auf dem Laufenden. Mach ich, Thomas. Bin jetzt auf dem Weg. Erster Halt, USA. So fängt er an, der perfekte Tag in Portland, Oregon, mit einem satten Frühstück. Sarah, Chefin im Eckkarton, präsentiert's nicht ohne Stolz. Belmont Sandwich und Ex Benedict. Handgemacht, hausgemacht, fein gemacht. Sarah, wer hat die Marmelade gemacht? Wir machen alles selbst, auch die Marmelade. Eins von vielen Dingen, die ich erst lernen musste. Inzwischen geht das alles. Ihr habt hier eine Himbeer-Habanero-Marmelade. Die schmeckt erst süß, aber dann kommt der Chili-Kick. Das ist einer unserer Bestseller. It's definitely a hot ticket for us. Common thing you'll hear from Die Besitzer dieser kleinen Läden meinen oft, sie seien keine richtigen Köche. Aber ein sehr prominenter Küchenchef hat mal gesagt, jeder, der seine eigene Küche im Griff hat, ist auch ein richtiger Koch. Und das sage ich auch, Sarah. Du hast deine Küche, dein Essen ist super. Du kümmerst dich um alles, du bist eine Köchin, eine super Köchin. Live aus Portland, Oregon. Das ist der leckere Tag. Ich bin Steven Schomler, euer Gastgeber. Wir machen feine Musik, Rock, Folk und Blues und reden natürlich wie immer über viel Streetfood. Portland, das sieht auf Anhieb nicht so aus, aber doch, Portland ist anders. Keine Stadt wie jede andere in den USA. Entspannter vielleicht. Ein Platz für Normalos und für Freaks. Und Portland ist der richtige Platz für Steven. Und sein Lebensmotto, das in etwa so klingt, iss Gutes und sprich darüber. Er tut's in seiner Radioshow. Shelley Sorensen zum Beispiel. Sie war eine der ersten, die ihr Essen auf der Straße verkauft hat. Heute gibt es in der Stadt mehr als 600 Anbieter. Und ganz klar, Leute wie Shelley waren die Wegbereiter. So mancher amerikanische Traum begann in einer Garage. Shelleys Traum beginnt hier jeden Tag aufs Neue. Nach dem Studium winkte eine Karriere in den Medien, aber Shelley winkte ab. Ich sah mich da nicht, sagt sie.
und begann zu kochen mit Papa Dirk an ihrer Seite. Das ist Family Business, war aber mal ganz anders. Auf dem Höhepunkt hatten wir mal 13 Leute beschäftigt und 10 Verkaufsstände über die ganze Stadt verteilt. Ich war mehr Managerin als alles andere. Und das mit 2 kleinen Kindern. Das ging eine Weile so, aber als die Kinder 5, 6 Jahre alt waren, habe ich es dann nicht mehr ausgehalten. Das war mir zu viel Rummel. Ich wollte wieder selbst verkaufen. Und so haben wir die ganze Sache wieder runtergefahren. Besser so. Im Herzen von Portland ist nun ein Stand geblieben, wo Shelley ihre riesig großen Burritos verkauft bei Wind und Wetter. Toll, dass sie auch bei Regen kommt. Sieh dir das goldgelbe Prachtstück an. Die Leute kommen, weil sie Hunger haben. Wir reden, tauschen uns aus, es gibt was Gutes zu essen. Ich versuche hier einfach Teil der Gemeinschaft zu sein. Viele kommen seit Generationen, bringen irgendwann ihre Kinder und ihre Enkel mit. Ich liebe diese Reise, die ich vor 25 Jahren mal begonnen habe. Ein Schreiben von der Behörde? Was tun? Shelley weiß weiter. Sie hilft gern. In einer Stadt, in der viele Hilfe brauchen. Sehr viele. Mehr als andere Städte ist das liberale Portland ein Sammelbecken für Bedürftige. Und bei Shelley wird auch der bedient, der kein Geld, nur Hunger hat. Höflich und zuvorkommend wie jeder andere Kunde in Shelleys Welt. Forks, knives and napkins right up there to your left, my friend. You're very welcome. Bye. Thank you. Okay, wenn ihr selbst ein Geschäft eröffnen wollt, euch mit eurem Essen selbstständig macht, eins ist ganz wichtig, ein guter Standplatz. Die Anhänger sind nur theoretisch mobil, kaum einer bewegt sich noch. Wo bekommt ihr so einen Anhänger her? Es gibt gebrauchte und nagelneue. Portland hat echte Spezialisten, die euch da weiterhelfen können. Mike and his Mechanics wissen, wie es geht. Wer $35,000 bis $50,000 investiert, bekommt, was er braucht. Einen Anhänger mit Einbauküche, maßgeschneidert. Bauzeit 2 bis 3 Monate, geht aber auch in 2 Wochen, weil alles geht irgendwie. Portland liegt schließlich in Amerika. So far I know of 2 trailers that I've... Ich weiß nur von 2 Anhängern, die ich verkauft habe, die es dann nicht gepackt haben. Das gibt mir schon ein gutes Gefühl. Die Leute probieren was, wachsen, machen Geld, werden glücklich. Die Formel klingt einfach. Bei Mao ging sie auf. Er feiert inzwischen Erfolge reihenweise. Ich habe diese Anhänger erst total abgelehnt. Sie haben mir die Kundschaft aus meinem Restaurant vertrieben. Aber ich konnte sie nicht verdrängen, also habe ich mitgemacht. Heute kaufe ich den 8. Anhänger. Bald werden es 10 sein. Grün wie die Hoffnung rollt er vom Hof. Ab morgen werden Frühlingsrollen darin gebraten. Kulinarischer Pioniergeist an jeder Straßenecke Portlands. Verwirkliche dich selbst, mach dein Ding. Das klappt längst nicht mehr überall in den USA. In Portland offenbar schon. Vor allem, wenn es ums Essen geht. Steven, der Radiomoderator, Buchautor, der Marketingmensch, hat sich auf die Fahnen geschrieben, denen zu helfen, die es wagen wollen. Eine Arbeit, die ihm schmeckt.
Dieser Burger bettelt doch, gegessen zu werden. Phänomenal. It is. It's phenomenal. You got cheese, you got bacon. Käse, Schinken, Tomaten, Salat, Soße. Und wenn dir der Saft über die Hände läuft, das ist pures Burgerglück. Glück, das erarbeitet werden will. Steven hat keine Illusionen, die sind schlecht fürs Geschäft. Gastronomie ist ein knallharter Job. Du arbeitest ewig und verdienst kaum Geld. Manche belächeln dich, sagen, du bist nur ein Cheerleader für die Szene. Stimmt auch. Meine Puschel gibt's kostenlos, aber der Minirock kostet extra. Soll heißen, ich kann sie nur anfeuern, auf den Weg bringen. Den Rest müssen sie dann selbst machen. Und wenn ich sehe, es funktioniert, bin ich einfach nur glücklich. Lieber Thomas, ist der amerikanische Traum tot? Der kulinarische jedenfalls lebt auf den Straßen von Portland. Bei mir in Mexiko klingen schon die Geschichten wie Träume. Jedes Jahr Anfang November geschieht in den Bergen von Mexiko-Stadt ein Wunder. Klein, als wären sie ein Spielball der Winde, erreichen die Monarchfalter den Cerro Pelon. 5000 Kilometer liegen hinter ihnen. Von Nordamerika, wo sie aus Kokons geschlüpft sind, nach Mexiko. Kein Falter hat die lange Reise in den Süden schon mal gemacht. Sie werden sich hier paaren, zurückfliegen, die Eier ablegen und sterben. Die Wissenschaft rätselt, wie die Monarchfalter ihren Weg finden. Aber in den Straßen von Mexiko-Stadt erzählen sie sich seit Generationen ihre eigene Geschichte. Bei uns sagt man, dass ein Toter, der begraben wurde, als Schmetterling wieder aufersteht. Jetzt, zum Tag der Toten, sagen wir zueinander, wenn ein Schmetterling vorbeifliegt, ach, schau, das ist Opa oder das ist unser Tantchen. Wir sehen unsere Toten wieder in den Schmetterlingen. Schön, oder? Noch 2 Tage bis zu Mexikos traurig frohem Totentag. Und Victor, der kleine Mann mit dem großen Herz, hat noch mal alle Hände voll zu tun. Die ganze Familie hilft mit. Und um die Tortilla kümmert sich die Nachbarin. Seine Tacos, behauptet Victor stolz, seien die besten von Mexiko-Stadt. Und die lange Schlange scheint ihm recht zu geben. Was empfiehlst du denn, Victor? Nimm die Campechano-Tacos. Das ist unsere Spezialität. Die Mexikaner mögen es deftig und packen auf den Taco Paprikawurst. Den Käse aus Oaxaca, der so schön zerläuft. Und dann nochmal Fleisch. Obendrauf gibt's frische Nopales, die Kaktusfrucht, mit viel Koriander. Und welche Salsa empfiehlst du? Nimm die rote, das ist die schärfste. Ein bisschen scharf mag ich, aber ihr Mexikaner vertragt natürlich viel mehr, oder? Bei uns kriegen schon die kleinen Kinder Salsa, damit sie sich an die Schärfe gewöhnen. Ein Tag ohne Salsa geht für uns nicht. Aber auch wenn wir von der Schärfe Gastritis kriegen. Wir Mexikaner sind Matadore und essen einfach weiter. Tacos kann man nicht schön essen. Sie sind einfach ein überquellender Genuss. Sehr lecker und scharf. Picante.
Die besten Zutaten gibt es für Victor gleich um die Ecke. Mexikos Märkte sind wie eine Feier des vollen, frischen Lebens. Doch zum Totentag feiern die Mexikaner noch etwas anderes. Eine morbide Liebe zum Tod. In ihrem Haus auf dem Land haben Victor und seine Frau Imelda einen Altar aufgebaut für die Verstorbenen der Familie. So ist es Tradition. Wenn wir die Kerzen anzünden, dann sagen wir, das ist für dich, meine Schwägerin. Jede Kerze trägt den Namen eines Verstorbenen. Wichtig ist, dass wir ihnen das bereitstellen, was sie mögen. Wasser zum Beispiel, damit sie etwas trinken können, wenn sie kommen, um uns zu besuchen. Meine Schwägerin mochte gerne Tequila, also haben wir ihr auch Tequila hingestellt. Und natürlich Süßes, das die Toten in Mexiko mindestens so lieben wie die Lebenden. Das Pan de Muerto, Brot mit viel Zucker obendrauf. Oder bunte Totenköpfe aus purem Zuckerrohrsirup. Drei Generationen zwängen sich dann in einen alten Pickup. Auf dem Friedhof schmückt die ganze Großfamilie das Grab der Schwägerin, die vor einem Jahr starb. Victors Bruder überwältigt der Schmerz. Seine Frau, ihre Mutter, wurde gerade mal 47. Und trotzdem. Das ist ein fröhliches Fest und es muss auch fröhlich bleiben. Denn am Ende ist unser Leben doch nur kurz. Und eines Tages müssen auch wir gehen. Aber mein Leben, das ich jetzt führe, das macht mich stolz. Ich freue mich, wenn die Leute gern zu mir kommen, um Taco zu essen, wenn sie zufrieden wieder gehen und hoffentlich bald wiederkommen. Abends ziehen Weihrauchschwaden über die Gräber, wie in einem barocken Gemälde. Und gleich hinter der Friedhofsmauer wird wieder gekocht und gegessen. So, wie in Mexiko eben fast immer gegessen wird. Tod und Leben, Trauer und Genuss. Das sitzt in Mexiko ganz nah beieinander. Am nächsten Morgen bauen Victor und seine Familie wieder ihren Stand auf. Sie haben ihre Toten geehrt. Jetzt geht das Leben weiter. Wir werden eines Tages nicht mehr sein, aber meine Söhne sollen das fortführen. Und wenn sie das noch besser machen, umso besser. Die Leute wollen doch was zum Essen. Und wir selbst natürlich auch. Der Tod ist in Mexiko immer mit dabei. Aber Victor würde sagen, solange wir noch hier sind, sollten wir wenigstens die besten Tacos essen. Die Mexikaner schöpfen aus dem Vollen, das klappt in Kolumbien nicht so richtig. Raus aufs Meer, dahin, wo der Fisch ist. José Miguel Muñoz, 56 Jahre, 11 Kinder, 21 Enkelkinder, ganz viel Erfahrung. Ah, du musst wissen, wie du mit dem Seil umgehst. Das ist das Wichtigste. Daran erkennt man den echten Bolichero. Bolicheros nennt man euch. Ja, Boliche heißt diese Art zu fischen. Und dafür musst du das Seil beherrschen. Sonst bist du kein Bolichero.
Hier packt die ganze Familie zu. Väter, Brüder, Onkel, Neffen. Alle ziehen am selben Strang. 200, 300 Meter. Nicht zu schnell, nicht zu langsam. Darauf kommt es an. Das muss man spüren, sagen sie. Das ist die Kunst. Und so ziehen die Bolicheros von Cartagena. In der Hoffnung auf fette Beute. In der Hoffnung, dass es zappelt im Netz. In der Hoffnung, dass es reicht. Für alle. Meine eigenen Kinder sind schon nicht mehr dabei. Sie gehen zur Schule, haben ihre Jobs in der Stadt. Hier gehen sie höchstens mal spazieren. Sie sind keine Fischer und werden auch nie welche. Ein Leben wie in der Zwischenzeit. Die Fischer sind nicht die einzigen, die ihren Platz suchen. Im Cartagena von heute und morgen. Der Weg, den der Fisch einmal an Land nimmt, ist kurz. Vom Meer auf den Grill, vom Grill in den Eimer, vom Eimer zum Kunden, etwas Limette, fertig. Angebot schlägt Nachfrage bei weitem. Cartagena ist wie ein Dschungel fliegender Händler. Und jeder trägt seine Geschichte mit sich herum. Francisco etwa, der Tintero, der Kaffeemann. Der täglich seine Bahnen zieht quer durch die Stadt. Es gibt Hunderte wie ihn, wandelnde Bauchläden, wandelnde Kaffeekannen. Einschenken und auftanken, je öfter, desto besser, ist ja klar. Denn wer nicht verkauft, kann nicht überleben. Cartagena ist nicht Franciscos Heimat. Die liegt ein paar hundert Kilometer entfernt. Sie liegt weit genug entfernt, so sollte man wohl sagen. Wir mussten unser Dorf verlassen wegen der Gewalt, dem Krieg zwischen Militär und Guerilla. Wir mussten dort weg, um unser Leben zu retten, das unserer Familien, unserer Kinder. Wir haben alles zurückgelassen, aber ich bin und bleibe ein Bauer. Jeden Tag bete ich dafür auf Knien, dass wir zurück können auf unsere Felder, dass der Krieg in Kolumbien ein Ende findet. So lange Cartagena, so lange das hier. Cafecito, Käffchen, kolumbianisches Grundnahrungsmittel, schnell und simpel. Pulver, Zucker, heißes Wasser, kräftig schütteln. Mehr Zauber machen sie nicht. Es läuft, so lala. Meine Kinder sollen diese Arbeit nicht machen. Sie brauchen richtige Berufe. Und ich tue alles dafür, auch wenn das bedeutet, dass sie dann nie mit mir zurück ins Dorf auf unsere Felder gehen werden. Cartagena, die Schöne. Ziel vieler Kreuzfahrten und Traumreisen.
Nur 50 Kilometer raus aus der Stadt sieht die Welt schon anders aus. San Basilio del Palenque. Wo das Leben manchmal bitter ist, das Essen aber süß. Juliana und Manuela rühren aus Kokosnuss, Milch und einer ganzen Menge Zucker eine klebrige Süßigkeit an. Nach Rezepten, die nie aufgeschrieben, aber oft erzählt wurden. Unsere Eltern und Großeltern haben uns alles gezeigt. Wir haben sie beobachtet, von ihnen gelernt. Das ist gar nicht so einfach. Das kann nicht jeder. Aber wer unsere Wurzeln hat, unsere Tradition, der kann das. Wer heute in Palenque lebt, wäre früher ein Leibeigener gewesen. Die Siedlung wurde von geflohenen afrikanischen Sklaven errichtet. Palenque gilt als das erste freie Dorf Südamerikas. 400 Jahre Geschichte. Viel Vergangenheit, wenig Zukunft. Den Eindruck kann man haben. Und hier rauszukommen ist nicht leicht. Mit dem Selbstgebackenen im Gepäck geht's für Juliana und Manuela nach Cartagena. Was die Schwestern sonst noch brauchen, wird dort eingekauft. Und da ungefähr enden dann Romantik und Tradition. In Plastiktüten aus dem Supermarkt. Das Obst, das sie verkaufen wollen, sei dort einfach frischer. Süßigkeiten und Obst, dieses Geschäft läuft eher schleppend. Aber für ein Foto mit den bunten Palenqueras, für ein Foto zahlen die Touristen. Ich hoffe, dass meine Kinder diese Arbeit nicht machen müssen. Meine Töchter wissen zwar alles, wie man die Süßigkeiten zubereitet, alles. Aber sie sollten nicht in meine Fußstapfen treten. Das hat keine Zukunft. Die Obstfrauen, der Fischer, der Kaffeeverkäufer. Streetfood ist hier wenig Leidenschaft, eher Verlegenheit. Ein Eindruck, der irgendwie ernüchtert. Diese lose Hoffnung auf bessere Zeiten ist uns oft begegnet. Aber, lieber Thomas, nirgendwo so wie in Kolumbien. In Peru-Normen kommt die Hoffnung schon allein aus vergangenen Zeiten. Nett klingt es nicht, was die Limeños über ihre Stadt sagen. Ihr Himmel habe eine Farbe wie der Bauch eines Esels. Vielleicht aber ist es doch eine Liebeserklärung. Die kühlen Wasser des Humboldt-Stroms schlagen an Limas Küste und sie bringen nicht nur Nebel, sondern auch den frischesten Pazifikfisch. Und ein Gericht, das so einfach und wunderbar ist, dass man alles Grau schnell vergisst. Wo Lima arm und manchmal auch gefährlich ist, bei den Fischständen, da gibt es die beste Ceviche. Am Stand von Doña Virginia. Ich weiß, wie man Ceviche richtig macht. Ich mache nichts anderes. Ich könnte auch gar nichts anderes verkaufen. Roher Fisch vom Straßenrand? Ja, das geht. Mindestens bei Doña Virginia. Zum frischen Fisch kommen Salz und scharfe Chilis. Der Saft peruanischer Limetten verwandelt den Fisch wie beim Garen. Dazu gibt es bei ihr Mais, Süßkartoffeln und Seegras. Doña Virginias Ceviche schmeckt kühl und frisch wie der Pazifik. Erdig und scharf wie die Anden. Sie selbst macht wenig Aufhebens um ihre Kunst. Ich bin eine alleinerziehende Mutter. Meine Töchter studieren. Und ich muss arbeiten, damit wir leben und sie studieren können. Ist es hart? Ach je, wie das Leben halt so spielt.
Ich möchte, dass es ihnen mal besser geht. Das ist alles. Die Familienbilder trägt sie immer bei sich. Der Stolz in ihren Augen, wenn sie die Bilder zeigt vom Enkel, den Töchtern, dem Schwiegersohn in spe. Ich selbst bin weggelaufen von zu Hause, weil sich meine Eltern trennten. Mit meiner Mutter, ich habe mich nicht so gut mit ihr verstanden. Aber dann kam ich nach Lima und hatte niemanden. Ich war auf mich allein gestellt. Als auch noch der Mann sie verließ, hat der Fisch sie gerettet. Für die Peruaner ist Ceviche viel mehr als nur ein Gericht. Sie wetten um eine Ceviche, versöhnen sich bei einer Ceviche, erzählen sich Ceviche-Geschichten. Ich bin als Kind oft heimlich zu einem Strand geradelt, wo ein Mann Ceviche verkaufte. Er fragte mich, wie ich sie wollte, scharf oder nicht scharf. Damals glaubten die Leute, dass es gefährlich sei, unhygienisch an der Straßenecke zu essen. Aber für mich war es wie ein Theater, wie der faszinierendste Film der Welt. Ohne seine Fluchten wäre Gaston Acurio vielleicht Abgeordneter geworden wie sein Vater. Zum Glück aber wurde er Koch, einer der Besten der Welt. Bei ihm verwandelt sich das Fischgericht zu einer Geschichte Perus. Das ist die Ur-Ceviche unserer Vorfahren. Chili, Salz, Fisch. Es ist die Verbindung zwischen dem Meer und den Bergen. Eine Liebesgeschichte zwischen dem Pazifik und den Anden. Denn weit weg von der Küste, in der schroffen Bergwelt der Anden, wächst eine der wichtigsten Zutaten. 3000 Meter über dem Meer, das heilige Tal der Inka. Ein Tal so fruchtbar, dass der Anbau nur für die Herrscherfamilie war. Schon die Inka haben hier Rocoto angebaut, die magische Pfefferschote. Auf den Märkten im Hochland kann man sie heute noch kaufen. Rocoto ist gesund. Der Körper braucht immer Bitteres, Süßes und Salziges. Rocoto hilft bei Entzündungen, weil seine Schale, seine Körner schön scharf sind. Rocoto und Salz haben den Fisch haltbar gemacht, haben dafür gesorgt, dass die Ur-Ceviche auch im Hochland gehandelt wurde. Läuferstaffetten brachten den Pazifikfisch von der Küste bis in die Anden. Die Spanier errichteten nach blutigen Kämpfen ihre Kirchen und Paläste auf den Ruinen der Inka. Und sie fügten dem Fischgericht, diesmal ganz friedlich, weitere Zutaten bei. Limettensaft und rote Zwiebeln. Für Starkoch Acurio ist die Ceviche die Verbindung all dessen, was Peru ausmacht. Und seit kurzem eine Delikatesse in der ganzen Welt, die Peru stolz macht. Es ist ein Rezept, das uns unsere Großmütter über Jahrhunderte überliefert haben. Aber wir haben es lange nicht wertgeschätzt. Heute ist es anders. Heute ist die peruanische Küche in der ganzen Welt berühmt. In Lima beginnt für Doña Virginia jetzt der zweite Teil ihres Tages. Der kleine Enkel ist da, auf den sie aufpassen muss. Ceviche hält ihre Familie zusammen. Aber vielleicht, so hofft sie, hilft Perus Nationalgericht ja auch,
dass sich ihr Traum erfüllt. Wir arbeiten hier ja auf der Straße. Und natürlich wollen wir uns verbessern. Ein eigenes Restaurant. Das wäre was. Wir alle wünschen uns das. Etwas Größeres. Etwas Gutes. Geboren im Meer, gereift in den Anden. Geliebt von Starkoch und Straßenköchin. Ceviche Libanormen ist viel mehr als nur ein Gericht. Es ist eine Lebensart. Gefällt mir, bin sicher, das spüren wir in Argentinien auch. Ein Gefühl überall. Wahre Lust auf Fleisch. Liebe, die auch durch den Magen geht. Und wie? Vegan hier nicht. Buenos Aires sieht man die Krise nicht unbedingt an, nicht auf den ersten Blick. Aber sie ist da, seit vielen Jahren. Und wird ignoriert, soweit möglich. A los saltos, sagen sie hier, es geht eben auf und ab. Eine Stadt, die man erleben muss, erfahren muss, das Taxi bietet sich an. Erst recht, wenn ein Mensch wie Claudio darin sitzt, der einen mitnimmt, einlädt, im wahrsten Sinne. Wir fahren zu meinen Jungs. Wir treffen uns immer mittags, 20, 30 Taxifahrer, am Grill von Miguelito. Entspannen ein bisschen, essen natürlich eine Kleinigkeit, waschen unsere Autos, machen ein paar Späße und trinken Mate-Tee. Das ist Claudio. 59 Jahre, 4 Kinder, 4 Enkel, italienische Wurzeln, Einwandererfamilie, dritte Generation. Spaß am Leben, ein Leitmotiv dieses Mannes, nicht aufgesetzt, nicht gekünstelt. Es steckt in ihm drin. So kennen sie ihn, so mögen sie ihn. Seinen Freunden stellt er uns hier als seine Freunde vor. Man versteht sich. Der Snack in der Mittagspause ist hier das Einzige, dem die gewisse Leichtigkeit fehlt. Heute hält er sich doch noch zurück, weil ihr dabei seid. Ihr könnt euch nicht vorstellen, wie er sonst ist. Er macht nur Quatsch. Ja klar, sonst wäre es ja auch langweilig. Die Millionenmetropole passt in Claudios Westentasche. Wer immer unterwegs ist, braucht einen guten Kompass. Auf den Straßen und auch sonst. Man kommt zurecht. Es ist nicht immer leicht, aber es geht, wenn du vernünftig bist. Hier herrscht immer Krise. Irgendwie. Dann musst du dich einschränken, aber nicht überall, beim Essen nicht. Essen ist wichtig, oder nicht? Hier wohl mehr als anderswo. Argentiniens Leidenschaft kennt viele Formeln. Gutes Essen, gutes Fleisch ist Bestandteil einer jeden. Der größte Viehmarkt der Welt liegt im Herzen von Buenos Aires. Da gehört er auch hin. Hier werdet ihr alles verstehen, hat Claudio gesagt. Argentiniens Seele und Argentiniens Bauch. Würstchen, Asado, Milanese, Kotelett, Schnitzel, Rumpsteak. Ich sehe es schon vor mir. Auf dem Grill, im Ofen. Ich würde dafür sterben. Es ist das Beste, was du kriegen kannst. Die Viecher sind nervös. Sie wissen, was jetzt kommt. Vor 115 Jahren fand die erste Auktion statt. An den Regeln hat sich nichts geändert. Oben die Händler, unten die Rinder. Bis zu 10.000 am Tag. Für weniger als 2 Euro pro Kilo gibt's feinste Qualität. Das Geschäft mit dem Fleisch läuft immer.
ein Wirtschaftsfaktor, wenn nötig mit staatlicher Unterstützung. Argentinisches Einmaleins, Fleisch muss bezahlbar sein. Ein satter Bauch kann vieles ertragen. Wollt ihr probieren? Alles andere wäre ein Fehler. Chorizo, frisch vom Grill, fein gewürzt. Direkt auf dem Viehmarkt und seiner Open-Air-Kantine. Die Einladung zum Essen bleibt unser treuer Begleiter auf dieser Reise. Nehmt mich mit, Kilometer 105. Sind auf dem Weg. Wird Zeit, dass sich unsere Wege wieder kreuzen. Nach zigtausenden Kilometern durch die Straßenküchen dieser Welt. Ein Finale, wie es ursprünglicher kaum sein kann. Draußen in der Pampa, bei den Gauchos, bei den Rinderzüchtern, wo der Wind weht, aber ganz in Ruhe. Kaum ein besserer Platz zum Ankommen nach dieser langen Reise. Lange bleibt hier niemand fremd, was sicher auch am Essen liegt. Argentinien ist so vielfältig, aber die Liebe zum Fleisch verbindet euch. Klar, Fleisch war und ist immer verfügbar. Wir haben Rinder ohne Ende. Früher hat man das Leder verarbeitet und nur die Zungen gegessen, so wird erzählt. An Fleisch hat es jedenfalls nie gemangelt. Verhungern kann hier keiner. Das argentinische Fleisch gilt ja als das Beste der Welt. Keine Frage. Und hier auf dem Land bekommst du das Allerbeste. Nur Bio, feinste Qualität. Sie fressen nur Gras, keine Zusätze, nichts Schlechtes. Ja, es ist gut. Das Gegrillte. Der Wein. Aber sie könnten uns wer weiß was auftischen. Es würde wohl schmecken, weil's in Gesellschaft einfach schmeckt. Eine schlichte Erkenntnis, aber keine schlechte. Argentinien ist ein guter Platz dafür. Essen unterwegs, zum Mitnehmen oder gleich hier. Von Ost nach West durch Asien. Von Nord nach Süd durch Amerika. So viele Länder, so viele Küchen, so viele Menschen mit Geschichten, die unterschiedlicher kaum sein könnten. Aber es gibt Dinge, die sie und uns verbinden. Vielleicht so eine Art Rezept fürs Leben. Klett, Schnitzel, Rumpsteak. Ich sehe es schon vor mir, auf dem Grill, im Ofen. Ich würde dafür sterben. Es ist das Beste, was du kriegen kannst. Die Viecher sind nervös. Sie wissen, was jetzt kommt. Vor 115 Jahren fand die erste Auktion statt. An den Regeln hat sich nichts geändert. Oben die Händler, unten die Rinder. Bis zu 10.000 am Tag. Für weniger als 2 Euro pro Kilo gibt's feinste Qualität. Das Geschäft mit dem Fleisch läuft immer. Ein Wirtschaftsfaktor, wenn nötig, mit staatlicher Unterstützung. Argentinisches Einmaleins. Fleisch muss bezahlbar sein. Ein satter Bauch kann vieles ertragen. Wollt ihr probieren? Alles andere wäre ein Fehler. Chorizo, frisch vom Grill, fein gewürzt.
direkt auf dem Viehmarkt und seiner Open-Air-Kantine. Die Einladung zum Essen bleibt unser treuer Begleiter auf dieser Reise. Nehmt mich mit, Kilometer 105. Sind auf dem Weg. Wird Zeit, dass sich unsere Wege wieder kreuzen. Nach zigtausenden Kilometern durch die Straßenküchen dieser Welt. Ein Finale, wie es ursprünglicher kaum sein kann. Draußen in der Pampa, bei den Gauchos, bei den Rinderzüchtern, wo der Wind weht, aber ganz in Ruhe. Kaum ein besserer Platz zum Ankommen nach dieser langen Reise. Lange bleibt hier niemand fremd, was sicher auch am Essen liegt. Argentinien ist so vielfältig, aber die Liebe zum Fleisch verbindet euch. Klar, Fleisch war und ist immer verfügbar. Wir haben Rinder ohne Ende. Früher hat man das Leder verarbeitet und nur die Zungen gegessen, so wird erzählt. An Fleisch hat es jedenfalls nie gemangelt. Verhungern kann hier keiner. Das argentinische Der Snack in der Mittagspause ist hier das einzige, dem die gewisse Leichtigkeit fehlt. Ah, muy bien. Heute hält er sich doch noch zurück, weil ihr dabei seid. Ihr könnt euch nicht vorstellen, wie er sonst ist. Er macht nur Quatsch. Ja klar, sonst wäre es ja auch langweilig. Die Millionenmetropole passt in Claudios Westentasche. Wer immer unterwegs ist, braucht einen guten Kompass, auf den Straßen und auch sonst. Man kommt zurecht. Es ist nicht immer leicht, aber es geht, wenn du vernünftig bist. Hier herrscht immer Krise. Irgendwie. Dann musst du dich einschränken, aber nicht überall, beim Essen nicht. Essen ist wichtig, oder nicht? Hier wohl mehr als anderswo. Argentiniens Leidenschaft kennt viele Formeln. Gutes Essen, gutes Fleisch ist Bestandteil einer jeden. Der größte Viehmarkt der Welt liegt im Herzen von Buenos Aires. Da gehört er auch hin. Hier werdet ihr alles verstehen, hat Claudio gesagt. Argentiniens Seele und Argentiniens Bauch. Würstchen, Asado, Milanese, Kotelett, Schnitzel, Rumpsteak. Ich sehe es schon vor mir, auf dem Grill, im Ofen. Ich würde dafür sterben. Es ist das Beste, was du kriegen kannst. Die Viecher sind nervös. Sie wissen, was jetzt kommt. Vor 115 Jahren fand die erste Auktion statt. An den Regeln hat sich nichts geändert. Oben die Händler, unten die Rinder. Bis zu 10.000 am Tag. Für weniger als 2 Euro pro Kilo gibt's feinste Qualität. Das Geschäft mit dem Fleisch läuft immer. Ein Wirtschaftsfaktor, wenn nötig, mit staatlicher Unterstützung. Argentinisches Einmaleins. Fleisch muss bezahlbar sein. Ein satter Bauch kann vieles ertragen. Wollt ihr probieren? Alles andere wäre ein Fehler. Chorizo, frisch vom Grill, fein gewürzt. Direkt auf dem Viehmarkt und seiner Open-Air-Kantine. Die Einladung zum Essen bleibt unser treuer Begleiter auf dieser Reise. Angebot schlägt Nachfrage bei weitem.
Cartagena ist wie ein Dschungel fliegender Händler. Und jeder trägt seine Geschichte mit sich herum. Francisco etwa, der Tintero, der Kaffeemann, der täglich seine Bahnen zieht quer durch die Stadt. Es gibt Hunderte wie ihn, wandelnde Bauchläden, wandelnde Kaffeekannen. Einschenken und auftanken, je öfter, desto besser, ist ja klar. Denn wer nicht verkauft, kann nicht überleben. Cartagena ist nicht Franciscos Heimat. Die liegt ein paar hundert Kilometer entfernt. Sie liegt weit genug entfernt, so sollte man wohl sagen. Wir mussten unser Dorf verlassen wegen der Gewalt, dem Krieg zwischen Militär und Guerilla. Wir mussten dort weg, um unser Leben zu retten. Das unserer Familien, unserer Kinder. Wir haben alles zurückgelassen. Aber ich bin und bleibe ein Bauer. Jeden Tag bete ich dafür auf Knien, dass wir zurück können auf unsere Felder. Dass der Krieg in Kolumbien ein Ende findet. So lange Cartagena, so lange das hier. Cafecito, Käffchen, kolumbianisches Grundnahrungsmittel, schnell und simpel. Pulver, Zucker, heißes Wasser, kräftig schütteln. Mehr Zauber machen sie nicht. Es läuft so lala. Meine Kinder sollen diese Arbeit nicht machen. Sie brauchen richtige Berufe. Und ich tue alles dafür, auch wenn das bedeutet, dass sie dann nie mit mir zurück ins Dorf auf unsere Felder gehen werden. Cartagena, die Schöne. Ziel vieler Kreuzfahrten und Traumreisen. Nur 50 Kilometer raus aus der Stadt sieht die Welt schon anders aus. San Basilio del Palenque. Wo das Leben manchmal bitter ist, das Essen aber süß. Juliana und Manuela rühren aus Kokosnuss, Milch und einer ganzen Menge Zucker eine klebrige Süßigkeit an. Nach Rezepten, die nie aufgeschrieben, aber oft erzählt wurden. Bei uns sagt man, dass ein Toter, der begraben wurde, als Schmetterling wieder aufersteht. Jetzt, zum Tag der Toten, sagen wir zueinander, wenn ein Schmetterling vorbeifliegt, ach, schau, das ist Opa. Oder das ist unser Tantchen. Wir sehen unsere Toten wieder in den Schmetterlingen. Schön, oder? Noch 2 Tage bis zu Mexikos traurig frohem Totentag. Und Victor, der kleine Mann mit dem großen Herz, hat noch mal alle Hände voll zu tun. Die ganze Familie hilft mit. Und um die Tortilla kümmert sich die Nachbarin. Seine Tacos, behauptet Victor stolz, seien die besten von Mexiko-Stadt. Und die lange Schlange scheint ihm recht zu geben. Was empfiehlst du denn, Victor? Nimm die Campechano-Tacos. Das ist unsere Spezialität. Die Mexikaner mögen es deftig und packen auf den Taco Paprikawurst, den Käse aus Oaxaca, der so schön zerläuft, und dann nochmal Fleisch. Obendrauf gibt's frische Nopales, die Kaktusfrucht, mit viel Koriander. Und welche Salsa empfiehlst du? Nimm die rote, das ist die schärfste. Ein bisschen scharf mag ich, aber ihr Mexikaner vertragt natürlich viel mehr, oder?
Bei uns kriegen schon die kleinen Kinder Salsa, damit sie sich an die Schärfe gewöhnen. Ein Tag ohne Salsa geht für uns nicht. Aber auch wenn wir von der Schärfe Gastritis kriegen. Wir Mexikaner sind Matadore und essen einfach weiter. Tacos kann man nicht schön essen. Sie sind einfach ein überquellender Genuss. Sehr lecker und scharf. Die besten Zutaten gibt es für Victor gleich um die Ecke. Mexikos Märkte sind wie eine Feier des vollen, frischen Lebens. Doch zum Totentag feiern die Mexikaner noch etwas anderes. Ich wollte wieder selbst verkaufen. Und so haben wir die ganze Sache wieder runtergefahren. Besser so. Im Herzen von Portland ist nun ein Stand geblieben, wo Shelley ihre riesig großen Burritos verkauft bei Wind und Wetter. Toll, dass sie auch bei Regen kommt. Sieh dir das goldgelbe Prachtstück an. Die Leute kommen, weil sie Hunger haben. Wir reden, tauschen uns aus, es gibt was Gutes zu essen. Ich versuche hier einfach Teil der Gemeinschaft zu sein. Viele kommen seit Generationen, bringen irgendwann ihre Kinder und ihre Enkel mit. Ich liebe diese Reise, die ich vor 25 Jahren mal begonnen habe. Ein Schreiben von der Behörde? Was tun? Shelley weiß weiter. Sie hilft gern. In einer Stadt, in der viele Hilfe brauchen. Sehr viele. Mehr als andere Städte ist das liberale Portland ein Sammelbecken für Bedürftige. Und bei Shelley wird auch der bedient, der kein Geld, nur Hunger hat. Höflich und zuvorkommend wie jeder andere Kunde in Shelleys Welt. Forks, knives and napkins right up there to your left, my friend. You're very welcome. Bye. So when it comes to opening a food cart here in Portland, there's four things you need. Okay, wenn ihr selbst ein Geschäft eröffnen wollt, euch mit eurem Essen selbstständig macht, eins ist ganz wichtig: ein guter Standplatz. Die Anhänger sind nur theoretisch mobil. Kaum einer bewegt sich noch. Wo bekommt ihr so einen Anhänger her? Es gibt gebrauchte und nagelneue. Portland hat echte Spezialisten, die euch da weiterhelfen können. Mike and his Mechanics wissen, wie es geht. Wer 35.000 bis 50.000 Dollar investiert, bekommt, was er braucht. Einen Anhänger mit Einbauküche, maßgeschneidert. Bauzeit 2 bis 3 Monate, geht aber auch in 2 Wochen, weil alles geht irgendwie. Portland liegt schließlich in Amerika. Ich weiß nur von 2 Anhängern, die ich verkauft habe, die es dann nicht gepackt haben. Das gibt mir schon ein gutes Gefühl. Die Leute probieren was, wachsen, machen Geld, werden glücklich. Und jeder trägt seine Geschichte mit sich herum. Francisco etwa, der Tintero, der Kaffeemann, der täglich seine Bahnen zieht quer durch die Stadt. Es gibt Hunderte wie ihn, wandelnde Bauchläden, wandelnde Kaffeekannen. Einschenken und auftanken, je öfter, desto besser, ist ja klar. Denn wer nicht verkauft, kann nicht überleben. Cartagena ist nicht Franciscos Heimat. Die liegt ein paar hundert Kilometer entfernt. Sie liegt weit genug entfernt, so sollte man wohl sagen. Wir mussten unser Dorf verlassen wegen der Gewalt, dem Krieg zwischen Militär und Guerilla. Wir mussten dort weg, um unser Leben zu retten.
das unserer Familien, unserer Kinder. Wir haben alles zurückgelassen. Aber ich bin und bleibe ein Bauer. Jeden Tag bete ich dafür auf Knien, dass wir zurück können auf unsere Felder. Dass der Krieg in Kolumbien ein Ende findet. So lange Cartagena, so lange das hier. Cafecito, Käffchen, kolumbianisches Grundnahrungsmittel, schnell und simpel. Pulver, Zucker, heißes Wasser, kräftig schütteln. Mehr Zauber machen sie nicht. Es läuft, so lala. Meine Kinder sollen diese Arbeit nicht machen. Sie brauchen richtige Berufe. Und ich tue alles dafür, auch wenn das bedeutet, dass sie dann nie mit mir zurück ins Dorf auf unsere Felder gehen werden. Cartagena, die Schöne. Ziel vieler Kreuzfahrten und Traumreisen. Nur 50 Kilometer raus aus der Stadt sieht die Welt schon anders aus. San Basilio del Palenque. Wo das Leben manchmal bitter ist, das Essen aber süß. Juliana und Manuela rühren aus Kokosnuss, Milch und einer ganzen Menge Zucker eine klebrige Süßigkeit an. Nach Rezepten, die nie aufgeschrieben, aber oft erzählt wurden. Unsere Eltern und Großeltern haben uns alles gezeigt. Wir haben sie beobachtet, von ihnen gelernt. Das ist gar nicht so einfach. Das kann nicht jeder. Und da ungefähr enden dann Romantik und Tradition. In Plastiktüten aus dem Supermarkt. Das Obst, das sie verkaufen wollen, sei dort einfach frischer. Süßigkeiten und Obst, dieses Geschäft läuft eher schleppend. Aber für ein Foto mit den bunten Palenqueras, für ein Foto zahlen die Touristen. Ich hoffe, dass meine Kinder diese Arbeit nicht machen müssen. Meine Töchter wissen zwar alles, wie man die Süßigkeiten zubereitet, alles. Aber sie sollten nicht in meine Fußstapfen treten. Das hat keine Zukunft. Die Obstfrauen, der Fischer, der Kaffeeverkäufer. Streetfood ist hier wenig Leidenschaft, eher Verlegenheit. Ein Eindruck, der irgendwie ernüchtert. Diese lose Hoffnung auf bessere Zeiten ist uns oft begegnet. Aber, lieber Thomas, nirgendwo so wie in Kolumbien. In Peru-Normen kommt die Hoffnung schon allein aus vergangenen Zeiten. Nett klingt es nicht, was die Limeños über ihre Stadt sagen. Ihr Himmel habe eine Farbe wie der Bauch eines Esels. Vielleicht aber ist es doch eine Liebeserklärung. Die kühlen Wasser des Humboldt-Stroms schlagen an Limas Küste. Und sie bringen nicht nur Nebel, sondern auch den frischesten Pazifikfisch. Und ein Gericht, das so einfach und wunderbar ist, dass man alles Grau schnell vergisst. Wo Lima arm und manchmal auch gefährlich ist, bei den Fischständen, da gibt es die beste Ceviche. Am Stand von Doña Virginia. Ich weiß, wie man Ceviche richtig macht. Ich mache nichts anderes. Ich könnte auch gar nichts anderes verkaufen. Roher Fisch vom Straßenrand? Ja, das geht. Mindestens bei Doña Virginia. Zum frischen Fisch kommen Salz und scharfe Chilis. Der Saft peruanischer Limetten verwandelt den Fisch wie beim Garen.
Dazu gibt es bei ihr Mais. Hier einfach Teil der Gemeinschaft zu sein. Viele kommen seit Generationen, bringen irgendwann ihre Kinder und ihre Enkel mit. Ich liebe diese Reise, die ich vor 25 Jahren mal begonnen habe. Ein Schreiben von der Behörde? Was tun? Shelley weiß weiter. Sie hilft gern. In einer Stadt, in der viele Hilfe brauchen. Sehr viele. Mehr als andere Städte ist das liberale Portland ein Sammelbecken für Bedürftige. Und bei Shelley wird auch der bedient, der kein Geld, nur Hunger hat. Höflich und zuvorkommend wie jeder andere Kunde in Shelleys Welt. Forks, knives and napkins right up there to your left, my friend. You're very welcome. Bye. So when it comes to opening a food cart here in Portland, there's four things you need. Okay, wenn ihr selbst ein Geschäft eröffnen wollt, euch mit eurem Essen selbstständig macht, eins ist ganz wichtig: ein guter Standplatz. Die Anhänger sind nur theoretisch mobil. Kaum einer bewegt sich noch. Wo bekommt ihr so einen Anhänger her? Es gibt gebrauchte und nagelneue. Portland hat echte Spezialisten, die euch da weiterhelfen können. Mike and his Mechanics wissen, wie es geht. Wer 35.000 bis 50.000 Dollar investiert, bekommt, was er braucht. Einen Anhänger mit Einbauküche, maßgeschneidert. Bauzeit 2 bis 3 Monate, geht aber auch in 2 Wochen, weil alles geht irgendwie. Portland liegt schließlich in Amerika. Ich weiß nur von 2 Anhängern, die ich verkauft habe, die es dann nicht gepackt haben. Das gibt mir schon ein gutes Gefühl. Die Leute probieren was, wachsen, machen Geld, werden glücklich. Die Formel klingt einfach. Bei Mao ging sie auf. Er feiert inzwischen Erfolge reihenweise. Ich habe diese Anhänger erst total abgelehnt. Sie haben mir die Kundschaft aus meinem Restaurant vertrieben. Aber ich konnte sie nicht verdrängen, also habe ich mitgemacht. Heute kaufe ich den 8. Anhänger. Bald werden es 10 sein. Grün wie die Hoffnung rollt er vom Hof. Ab morgen werden Frühlingsrollen darin gebracht. Verkaufte. Er fragte mich, wie ich sie wollte, scharf oder nicht scharf. Damals glaubten die Leute, dass es gefährlich sei, unhygienisch an der Straßenecke zu essen. Aber für mich war es wie ein Theater, wie der faszinierendste Film der Welt. Ohne seine Fluchten wäre Gaston Acurio vielleicht Abgeordneter geworden wie sein Vater. Zum Glück aber wurde er Koch, einer der Besten der Welt. Bei ihm verwandelt sich das Fischgericht zu einer Geschichte Perus. Das ist die Ur-Ceviche unserer Vorfahren. Chili, Salz, Fisch. Es ist die Verbindung zwischen dem Meer und den Bergen. Eine Liebesgeschichte zwischen dem Pazifik und den Anden. Denn weit weg von der Küste, in der schroffen Bergwelt der Anden, wächst eine der wichtigsten Zutaten. 3000 Meter über dem Meer, das heilige Tal der Inka. Ein Tal so fruchtbar, dass der Anbau nur für die Herrscherfamilie war. Schon die Inka haben hier Rocoto angebaut, die magische Pfefferschote. Auf den Märkten im Hochland kann man sie heute noch kaufen. Rocoto ist gesund. Der Körper braucht immer Bitteres, Süßes und Salziges. Rocoto hilft bei Entzündungen, weil seine Schale, seine Körner schön scharf sind. Tira, no, bien caliente.
Rocotto und Salz haben den Fisch haltbar gemacht, haben dafür gesorgt, dass die Ur-Ceviche auch im Hochland gehandelt wurde. Läuferstaffetten brachten den Pazifikfisch von der Küste bis in die Anden. Die Spanier errichteten nach blutigen Kämpfen ihre Kirchen und Paläste auf den Ruinen der Inka. Und sie fügten dem Fischgericht, diesmal ganz friedlich, weitere Zutaten bei. Limettensaft und rote Zwiebeln. Für Starkoch Acurio ist die Ceviche die Verbindung all dessen, was Peru ausmacht. Und seit kurzem eine Delikatesse in der ganzen Welt, die Peru stolz macht. Sind wie eine Feier des vollen, frischen Lebens. Doch zum Totentag feiern die Mexikaner noch etwas anderes. Eine morbide Liebe zum Tod. In ihrem Haus auf dem Land haben Victor und seine Frau Imelda einen Altar aufgebaut für die Verstorbenen der Familie. So ist es Tradition. Wenn wir die Kerzen anzünden, dann sagen wir, das ist für dich, meine Schwägerin. Jede Kerze trägt den Namen eines Verstorbenen. Wichtig ist, dass wir ihnen das bereitstellen, was sie mögen. Wasser zum Beispiel, damit sie etwas trinken können, wenn sie kommen, um uns zu besuchen. Meine Schwägerin mochte gerne Tequila, also haben wir ihr auch Tequila hingestellt. Und natürlich Süßes, das die Toten in Mexiko mindestens so lieben wie die Lebenden. Das Pan de Muerto, Brot mit viel Zucker obendrauf. Oder bunte Totenköpfe aus purem Zuckerrohrsirup. Drei Generationen zwängen sich dann in einen alten Pickup. Auf dem Friedhof schmückt die ganze Großfamilie das Grab der Schwägerin, die vor einem Jahr starb. Victors Bruder überwältigt der Schmerz. Seine Frau, ihre Mutter, wurde gerade mal 47. Und trotzdem. Das ist ein fröhliches Fest und es muss auch fröhlich bleiben. Denn am Ende ist unser Leben doch nur kurz. Und eines Tages müssen auch wir gehen. Aber mein Leben, das ich jetzt führe, das macht mich stolz. Ich freue mich, wenn die Leute gern zu mir kommen, um Taco zu essen, wenn sie zufrieden wieder gehen und hoffentlich bald wiederkommen. Abends ziehen Weihrauchschwaden über die Gräber wie in einem barocken Gemälde.